Ja, grüß euch. Hier ist der Max und ich befinde mich hier am Ottensteiner Stausee. Ich urlaube ein bisschen am Campingplatz, da drüben am Seecamping und bin wieder einmal mit meinem Scooby 1XL unterwegs und werde euch darüber ein wenig berichten. Das Scooby XL ist ein sehr leichtes Boot. Es ist ein typisches Hybrid-Faltboot mit Luftkammern. Und dennoch muss man es natürlich irgendwo auch transportieren. Man kann es ja nicht überall hintragen. Und zu diesem Zweck habe ich da einen Bootswagen. Steve, der Flusswanderer, hat mir diesen Eckler Beach Rolli da eben empfohlen. Und somit habe ich mir den auch zugelegt. Das ist ein recht praktisches Gerät. Man kann das also zum Transport fürs Boot eben da verwenden, für andere Utensilien ebenfalls. Und man kann es auch ganz bequem eben als Sessel eben umfunktionieren bzw. verwenden. Und somit ist das Ding da wirklich vielseitig einsetzbar und ideal eben fürs Paddeln und fürs Bootsreisen. Durch das Kielrohr, was das Scooby eben hat, ist es halt schwierig, das also wirklich gerade bzw. eben aufzulegen auf diesen Beach Rolli. Das heißt, man muss da ein bisschen schräg eben platzieren. Man muss auch dann schauen, dass man es irgendwie fest zurrt, weil sonst fährt es dann ja da vom Wagen runter. Ja, und dann kann man eigentlich mit dem Ding fahren. Will man dann den Beachrolli am Scooby eben verstauen und festmachen, steht man vor dem nächsten Problem. Man hat vielleicht ein paar Gummispinnen dabei, aber so wirklich eine Möglichkeit, dass man es da eben festmacht, ergibt sich original eigentlich nur hier am Verdeck. Und wenn man das nicht dabei hat, na, dann steht man vor einem weiteren Problem. Aus diesem Grund habe ich mir da ein paar D-Ringe besorgt und einen Kleber dazu und haben wir eben hier noch Befestigungspunkte eben angeklebt. Ich denke mal mit den 4 Stück, da müssen wir auskommen und so kann man diesen Beachrolli da ganz komfortabel eben festhängen bzw. festbinden. Zusätzlich kann man es noch mit den originalen Spanner da, mit diesen Gummistrappen, die da also am Verdeck montiert sind, auch noch festmachen. Eigentlich wäre es wünschenswert, wenn der Hersteller gleich dafür vorgesorgt hätte und gleich ein paar so D-Ringe da entlang eben da das Seitenwand eben da platziert hätte und vor allem da hier vorne einen gescheiten Tragegriff angebracht hätte. Ich werde mal schauen, vielleicht werde ich mir da auch noch sowas ankleben und dann kann man das Boot natürlich auch etwas komfortabler, vielleicht mit den Griffen, den der Steve da auch immer wieder in seinen Videos beschreibt, eben da ausrüsten und das Boot eben leichter tragen. Ja, also ihr seht es auch hier in der Cabrio-Version quasi, kann man also da komfortabel eben festmachen am Heck des Bootes und man kann sich tadellos eben dem Paddelgeschehen widmen. Naja, ganz guter Platz zum Rasten. Das werde ich natürlich jetzt gleich nutzen.
So, hier ist mein Lagerplatz oder Ruheplatz. Ganz ein guter Aussichtspunkt von hier her oben. Ja, und jetzt mache ich mir es gemütlich. Meiner Hängematte. Ein schöner Aussichtspunkt. Und vor allem habe ich da alles unter Kontrolle. Gott sei Dank bin ich da in meiner Hängematte ein bisschen über dem Boden, weil zötteln möchte ich da nicht. Ja, das war es jetzt in diesem Video mit der Montage meines Beach Rollies hier am Scooby XL. Wenn das also auch für euch hilfreich war, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Kanal, es gibt immer etwas zu sehen, wenn der Camping Max, der Paddel Max, der Segel Max, der Reise Max oder der Biker Max unterwegs ist. Also, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.